Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sollen irgendwelches Beweismaterial sichern. Dort sind wohl wieder Bösewichte. Wollen wir immer, wir speichern mal zwischen. Da gibt es Beweismaterial zum Sichern. Ich weiß nicht, wie krass die drauf sind. Wollen wir es einfach mal mit den Krallen versuchen? Wahrscheinlich gehen wir drauf, aber ich hätte jetzt einfach Bock, es auszuprobieren. Wenn ihr Bock habt, können wir einfach machen. Was zur Hölle geht hier ab? So, warte, wenn er nicht kommt. Holy shit, der hat sich einfach in die Luft gejagt. Nein! Oh doch. Okay, diese Krallen sind echt ein bisschen OP, Mann. Das hat jetzt ein bisschen Street Cred gegeben und wir sammeln jetzt mal hier ein bisschen Zeug ein, wenn wir eh schon dabei sind. Und ein Level Up, jawoll. Essen nehmen wir natürlich immer mit. Und hier sind die Beweise. Ein archiviertes Gespräch. So, schnapp dir ein paar Tombs und geh zur Baustelle bei San Amaro. Misch die Arbeiter dort ein bisschen auf. Mach ihnen Angst, niemand darf weiter an dem Bauprojekt arbeiten. Soll ich ihnen sagen, dass du mich geschickt hast? Nein, nein, scheiß auf die Arbeiter. Die Nachricht ist für Willis. Willis? Der Bauunternehmer? Genau der. Ich dachte, der arbeitet mit Militech zusammen. Jetzt nicht mehr. Damit wäre diese Mission erledigt. Epische Komponenten, alles schick, alles nice and dandy. Okay, wir haben uns mal drum gekümmert. Kann man ja auch mal machen, ne? Ist das jetzt auf der Map auch als erledigt gekennzeichnet? Ja, tatsächlich. Also man kann die abarbeiten, die Dinger. Vielleicht sollten wir das doch mal so auch beim Vorbeifahren, wenn man sieht, mal eben machen. Können wir die Krallen noch ein bisschen trainieren. So, wir haben einen Punkt verfügbar. Technische Fähigkeiten sind gar nicht so unkacke. Wir sollten da vielleicht noch mal ein bisschen bei. Coolness ist gar nicht so wichtig. Gegner stecken dich im Modus langsamer. Intelligenz wäre vielleicht echt gar nicht so verkehrt. Konstitution können wir aber auch mal noch ein bisschen machen, ne? Tja, was machen wir? Machen wir jetzt eher die Intelligenz? Das sind nur Stats und Kampfmaschine, aber Kampfmaschine ist eigentlich auch nicht unwichtig. Klingen, 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 klingen. Das wird so ein bisschen ausgeglichen sein, ne? Ist schwierig. Es ist schwierig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5. Wir erhöhen jetzt einmal nochmal technische Fähigkeiten. Ich hätte die beiden gern schon irgendwie auf 10, weißt du? Wobei Hacken auch geil ist. Aber Kampfmaschine ist wichtiger. Wir machen mal den hier. Coolness ein erhöhen. Dann gehen wir jetzt einmal kurz gucken, wie sieht es denn hier bei der Kampfmaschine aus. Erhöht die Dauer von Kampfmaschine um 5 Sekunden. Kampfmaschine. Nachdem du einen Gegner neutralisierst, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine und dein Bewegungstempo erhöht sich. Kann gesteckt werden. Verringert den Waffenrückstoß. Erhöht alle Resistenzen. Verringert die Abklingzeit von Quick Hacks. Erhöht die Dauer von Kampfmaschine um 5 Sekunden. Erforderliches Attribut ist Level 9. Wir müssen hier höher werden. Es hilft nichts. Kampfmaschine muss krasser werden. Jeder Stack Kampfmaschine. Erhöht sich kritische Trefferschaden um 10. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Lassen wir aber erstmal soweit. Gehen zurück und gucken mal bei den Klingen. Klingen, Klingen! Schwere Angriffe, 40% Schaden. Nice! Was haben wir hier noch? Wenn du eine Klingenwaffe benutzt, stellst du 7% Gesundheit wieder her, wenn du bei einem Gegner Bluten auslöst. Erhöht die kritische Trefferchance mit Klingenwaffen. Erhöht die Dauer von Bluten.
Machen wir mal das erstmal noch. Wir gehen jetzt erstmal voll auf Klingen, ey. Zack und zack. Okay. Itemherstellung. Können wir Pistolenmunition herstellen? Gerade mal eben checken. Irgendwie ist da gerade alles blockiert. Ist okay. So. Gut, Mission erfüllt. Wir sollten jetzt erstmal zurück auf die Straße gehen. So. Ich habe natürlich immer noch nicht geguckt, wo diese Autofahrmission beginnt. Jetzt holen wir erstmal Delamain. Da ist er schon, unser Kumpel. Einmal reinheilen. Let's go. Yo! Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch Ghost und Play It Safe. Geh anderen Hinweisen nach oder warte, bis Takamura bereit ist. Ghost Town. Sprich mit Rogue. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal das. Wir gehen jetzt wirklich mal ein bisschen kurz Main Story mäßig weiter und dann schauen wir mal. Also gehen wir jetzt mal zu Rogue und schnacken mit ihr. Gucken, wie es da weitergeht. Let's go. Wir fahren mal wieder ein bisschen entspannt mit dem Autowagen. Judy. Oh, Judy ist soweit. Hey, hey, wollte mich nochmal bei dir bedanken für deine Hilfe im Clouds. Will mir gar nicht vorstellen, wie das ohne dich gelaufen wäre. Naja, auf jeden Fall habe ich was, was uns helfen könnte. Ich kann dir noch keine Details verraten, aber ich melde mich die Tage bei dir. Oh, und ich wünsche dir einen spektakulären Tag. Das wünsche ich dir auch. Talking about a revolution. Warte auf den Anruf von Judy. Okay, warte, dann müssen wir jetzt aber... fortfahren, Journal. Wieder Ghost Town aktivieren. So, und dann geht's auch schon weiter. Und ich bin mir ein bisschen... Ich habe immer so eine... Wie nennt man das? Profi-Kuscheldecke, würde das Känguru sagen, an. So eine Decke, die man anziehen kann, weil mir sehr kalt ist. Und ich verhedder mich ganz gerne in ihr, wenn ich hier wechsel zwischen Controller und Maus und Tastatur. Weil man muss sagen, Autofahren und Controller ist einfach angenehmer. Es ist einfach so. Geht auch mit Maus und Tastatur, aber Controller ist dafür wirklich angenehmer. So. Wenn wir jetzt auf die Map mal gucken, oder mal, ich will mal die Karte aufmachen. Auf dem Weg jetzt. Was haben wir denn da? Unentdeckt, Nebenmission Mittel. Ja, jetzt ist man noch nicht. Biest in so irgendwas. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Gefahr hoch. Überfall im Gange hoch. Das ist mir zu krass. Mittel ist nice. Machen wir erstmal weiter. Wir machen erstmal Main-Mission, komm. Eins nach dem anderen, ne? Man kann es halt gut leveln, ne? Das muss man schon sagen. Und Kohle kommt auch rein, um sich neue Upgrades zu kaufen. Aber bis jetzt kommen wir ja ganz gut zurecht. Es gibt hier nur wieder mal Gegner, die dich one-hitten. Das ist dann so, da muss man dann halt seine Strategie ein bisschen anpassen. Aber dann geht das eigentlich. Und wir machen jetzt erstmal ein bisschen Main-Quest. Was haben wir nun? Ich hoffe, deine Seele ist auch am... Was ist sie? Oh. Wieder einer, der mir ein Motorrad verkauft. Was ist los mit den Leuten? Was stimmt denn nicht mit denen? Da oben dieser geile Fisch, der sieht halt schon cool aus, ne? Also, dass diese animierten Fische da oben rumfahren, ey, verrückt. Night City hat schon was. Ich würde da nicht wohnen wollen, aber einen Besuch würde ich auf jeden Fall mal abschlagen. Oh oh. Hat mich die Minimap zwar schon geleitet, aber ich habe nicht gesehen, dass wir da seitlich rein müssen. Und das ist... Au, so. Auf geht's ins Afterlife. Einfach entspannt bleiben, alles für gut. So, wenn wir die Main-Mission dann auch durch haben, dann machen wir das Autorennen-Gedönse. Ich hab Bock, mit der Barkeeperin aus dem Clouds, aus dem Afterlife mal ein bisschen mehr zu erleben. Vielleicht entspinnt sich da nach den Autorennen ja noch irgendeine coole Story. Wir denken da gerne zurück an Enderal, an das
Aber die Boxen-Quest, die ich natürlich, weil es Boxen ist, wieder ignoriert habe. Und dann wurde am Ende da so eine geile Geschichte draus. Da hätte ich echt viel verpasst, wenn ich das nicht gemacht hätte. Deswegen, man darf sich nie ablenken lassen von sowas. Manchmal ist ja nur der Anfang kacke und danach wird es richtig cool. So, let's go. Hallo, erstmal zwischenspeichern, falls wir wieder draufgehen oder so. Oder explodieren. Auf geht's ins Afterlife. Moin, du stehst ein bisschen im Weg rum. Seltsames Graffiti. Höchst erfreut. Ha. Wieder ein Graffiti gefunden. Hm? Guck mich nicht so an! Guck mich nicht so an! Ich habe nur das Graffiti angesehen, nicht dich. Aber du siehst es ja nicht, deswegen ist er verwirrt. Verstärkung rufen, ein paar Schädel spalten und die Leichen reinschleifen. Moin. Ich hab's dir doch gesagt, Mann. Hi. Ripper ist schon unterwegs. Boah, Scheiße. Warum sind wir nicht im Krankenhaus? Das Afterlife sieht schon cool aus, also. Moin. Ich will zu Rogue. Sie erwartet mich. Moin, Rogue. Bin wieder da. Was ist mit Hellmann? Hey, Rogue. Bin wieder da. Und? Was ist mit Hellmann? Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Sehr gerne. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Dankeschön, wir müssen noch Autorennen fahren. Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein, bedien dich. Was ist mit deinem Glas los? Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Eher auf deins. What the fuck du ist mit ihr? Du hast es nötiger. Oh, heia. Ah, guck mal, Zigarette. Danke, nix. Ach, du Scheiße. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Ich glaube, den will ich nicht. Meinst du, sie hilft mir? Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Na gut, Chip nehmen. Schauen wir mal. Schauen wir uns das mal an. Ach, guck mal, jetzt ist er auch richtig in der Hand. So muss das sein. Zack. Au. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf. Jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Sie beschützen ihn vor Arasaka. Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Du bist ziemlich schnell an diese Daten gekommen. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Was sind die schlechten Nachrichten? Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kang Tao. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains.
Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kantaos Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Okay, so ein AV ist keine leichte Beute. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle, habe im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern, nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Kennst du so jemanden? Gut, und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Hanam Pong. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Ja, eine Kollegin. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Seltsam, ich arbeite nicht mit Ausgestoßenen eines Clans. Panem muss mir helfen. Du verschwendest meine Zeit. Seltsam, Nomaden meiden Stadtleute normalerweise. Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panem ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Okay, Nomaden. Ich arbeite eigentlich nicht mit Ausgestoßenen eines Clans. Wenn ihr Clan sie rausgeworfen hat, kann man ihr nicht vertrauen. Sorry, für Hilfe dieser Sorte zahle ich nicht. Wenn's dich beruhigt, sie hat sich selbst rausgeworfen, laberte was von Familie, Nomadenidealen, bla bla bla. Ehrlich gesagt, habe ich nach den ersten Sätzen abgeschaltet. Ich dachte, du weißt gern, mit wem du es zu tun hast. Ich weiß genug. Wenn jemand von Idealen faselt, geht es immer um etwas anderes. Meistens um Macht. Zum Glück weder mein noch dein Problem. Panem ist fähig und bereit, dir zu helfen. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Panem muss mir helfen. Warum? Warum muss Panem mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panem transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panem hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Wow, willst du mich so wie Panem manipulieren? Du weißt es. Sagst es aber nicht, Panem. Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panem hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine. Zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern. Oh, weh. Ja, dann mal raus damit. Gut, sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panem weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Mach ich, danke. Komm, alles klar. Danke. Viel Glück. Ja, schauen wir mal. So, Panem Palmer, ruf Panem an. Ja, mach ich jetzt mal raus hier aus zum Afterlife. Kann ich dir was bringen? Oh, nee, wir müssen erstmal Autorennen fahren. Ich finde noch raus, wie das geht und dann sehen wir uns ja bald wieder. Ist der eine am Kotzen? Mir geht's irgendwie nicht so gut. Oh, scheiße, mir geht's gerade auch echt nicht so gut. Oh, nicht schon wieder. Oh, ich kann nicht. Du musst, Junge, wie... Oh, ach, guck mal, man kriegt... Oh, ich habe hier gerade so ein bisschen Half-Life 2-Vibes. Mit diese Drohnen, die ich dauernd fotografieren. Oh! Ja, Hahn ist gut. Ist so cool, Hahn. Wie hörlicher Hahn. Entspann dich. Ja.
Moin, ihr Lieben, ihr hört den Hornkrähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.